Warum muss ich für jedes zweite oder dritte Rätsel einen Nobelpreis haben? Was ist denn das? Mensch, hab ich Lust. Einen Floschen und wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video haben wir nicht das Stream-Overlay, was wir im letzten Video hatten. Ja, da hatte ich einfach vergessen, die Zähne zu wechseln. Wir machen Türchen Nummer 4 und das müsste, ja, dann müsste, meine ich, links von hier aus sein. Genau, hinter Türchen 17 müsste die 4 sein. Da... Das Goldene müsste es sein. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Folge dem Redstone aus dem Päckchen zum Rätsel. Moment mal, Päckchen. Oh nein, der Techniker der großen Spieluhr hat den Überblick verloren. Er würde gerne von euch die Verbindung der Kabel wissen. Er ist der Techniker, nicht ich. Woher soll ich denn das wissen? Die Figur scheint kaputt zu sein. No shit, Sherlock. Für das heutige Rätsel musst du die Verbindung der Figur auswerten. Der mit Eisen umrandete Redstone im Herz ist der Start. Sag mal, Sir, was ist mit ihnen? Die Farbe mit den Lampen sind das Ziel. Vorsicht, China-Bau. Einige Leitungen sind sinnlos. Eisen umrandeter Redstone? Wo denn? Ich nichts sehen. Ach so, ja okay, ich bin vielleicht... Die Farben mit den Lampen sind das Ziel. Die Farben mit den Lampen? Was? Warum muss ich für jedes zweite oder dritte Rätsel einen Nobelpreis haben? Was ist denn das? Gut, ich würde jetzt sagen, ich laufe jetzt einfach mal hier diesem Redstone hinterher, weil was Besseres fällt mir gerade sowieso nicht ein. Und da hier sowieso alle oben chillen, denke ich mal, ich muss hier sowieso nach oben, entwirre die Schaltung, welcher Startpunkt endet bei welcher Farbe. Klicke das passende Item an den Farben an. Mensch, hab ich Lust. Dann fangen wir einfach mal mit dem... fangen wir mal hier an. Bewegung. Now, you know it's installed when you see this little thing to the right here. Just hover over it and you'll see Light Loader. Get Mods. Dann brauche ich einmal World Downloader. Downloads. Guten Tag, Herr Owner. Ich tue nichts Illegales. War Weihnachten? Download this world. Guck doch YouTube. Sehe ich aus wie jemand, der ungebildet ist und einfach auf YouTube schauen tut? / Game Mode 1. Dann nehme ich mir einfach mal einen Redstone Block. Machen wir das kaputt. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist angegangen? Ist einfach gar nichts angegangen. Ich wurde einfach verarscht. Das Türchen ist einfach eine Falle. Wir wurden einfach hinters Licht geführt. Es passiert gar nichts. Diese ganzen Schaltungen sind voll für den Arsch. Was eine kriminelle Bande. Zwei Türchen hochgeladen. Sagen Sie mal, was ist das denn, Herr Golden Hand? Schämen Sie sich nicht. Vierten Türchen. Na, das ist aber lieb. Ach du Scheiße, das ist nicht der Adventskalender, den ich sehen wollte. Ich habe es geschafft. Fragen Sie mich nicht wie, aber ich bin ein wohlhaftiges Genie. Ich kann Ihnen so viel verraten. Die Boots sind die weiße Farbe. Mehr weiß ich nicht mehr. Einen Floschen und Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren... Ach nee. Ich habe ja schon aufgenommen. Weiter geht's mit Türchen Nummer 5. Folge dem Weg. Ein klassisches Sudoku. Sudoku geht noch. Das kriege ich gerade so hin. Das ist noch... Die Lösungszahl wird addiert aus den markierten Redstone-Blöcken. Viel Spaß. Ja, okay. Dann würde ich sagen, mache ich mir jetzt einfach mal ein Bild. Und dann sehen wir uns gleich in Photoshop wieder. Oh, ich habe mir das Ganze jetzt mal hier in Photoshop zurechtgemacht. Und jetzt will ich zwar hier noch die einzelnen Ebenen anklicken, aber jetzt kann ich hier schon mal rätseln. So, eine Stunde später... Meine Güte, bin ich eine Maschine. Ab geht's zum Nikoschlaus und Nummer 6. Was? Rechne der Reihe nach nicht Punkt vor Strich. Hier Lösung eingeben. Nummer 1. Wir haben Geschenke auf Griefer Info verloren. Schau nach, wie viele es... Was? Wie viele es sind... Was? Schaut nach, wie viele es sind... Was ist denn das für ein Deutsch?
Das Ergebnis X dem nächsten. Und wofür ist der Knoch? Ja, ganz toll. Ich habe hier auch sonst nichts zu tun. Warum schreibt er das jetzt in Chat? So, wenn ich richtig gezählt habe, sind das 17. Eine Therapie werden wir euch verpassen. Wir müssen den Engel fliegen lassen. Auf YouTube kannst du ihn sehen. In einem Video vom Event wird es geschehen. Schau genau hin, da ist der Engel drin. Das Ergebnis plus dem... Moment mal, auf jeden Fall, weil ich ja nicht komplett auf den Kopf geflogen bin, weiß ich, wir müssen bei Therapie auf dem Channel mal schauen. So, perfekt. Jetzt wird mir irgendwas sonst hier angezeigt. Und wir müssen beim Event reinschauen. Ich nehme jetzt einfach mal das, wo Grüfer Games Event auf dem Thumbnail steht und im Titel steht. So, wir müssen erst, ein Engel wird fliegen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bin in meinem Bartcamp und wir sehen uns. Euer Weihnachtstherapie. Hey, was ist denn das für eine Scheiße? Wo waren da ein Engel? Ich wurde verarscht. Ah, perfekt. Ich habe das falsche Video angesehen. Alles klar. Dann haben wir X2. Müsste dann die 13 sein, wenn die mich nicht wieder verarschen. Nummer 3. Versteckt hat sich der Nikolaus in dem großen Griefer-Werthaus. Auf der Seite sollst du suchen und die Kerzen verbuchen. Das Ergebnis mit dem nächsten teilen. Was? Wahrscheinlich jetzt die Kerzen zählen, oder? Ich soll auf... Ach komm, scheiß drauf. So, ich bin jetzt, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde über diese Seite gegeistert und ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich nehme jetzt einfach mal diese zwei Mistelzweige da, die auf dem Bild sind. Dann heißt, ich müsste jetzt diese 30 durch 2 rechnen. Dann wären wir bei 15. Gehen wir mal zu viertens. Direkt sichtbar und unverzichtbar. Die nächste Info findet man im Griefer Games Discord. Ihr habt mein Wort. Das Event wird angezeigt. Bald seid ihr befreit. Das Ergebnis der was zum Geier. Warum auch? Ich will jedes Türchen Abitur. Direkt sichtbar und unverzichtbar. Da würde ich als Discord-Owner-Manager sagen... Würde ich jetzt mal auf das Regelwerk tippen. Ist direkt sichtbar und auch unverzichtbar. Heißt, ich schaue jetzt hier einfach mal in die Regeln rein. Die Nessinfo. Das Event wird angezeigt. Bald seid ihr befreit. Das Event wird angezeigt. Ach so. Ja, Community Event, die Adventszeit auf Griefer Games. Das Ergebnis. Ein Event. Ist das jetzt gemeint oder was? Obwohl, Moment mal, hier steht statt auch eine 4 drinne als Erklärung. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal als viertes X machen wir eine 4 rein. Dann wären wir bei 11, wenn wir das subtrahieren. Nummer 5. Wie viele Rentiere sind davon gelaufen? Sie haben sich auf mysterymod.net verlaufen. Wir müssen sie finden, dann können wir sie wieder anbinden. Ergebnis mal dem nächsten. Alles klar, dann spazieren wir mal auf mysterischen Seiten rum. So, und ich habe jetzt 4 Rentiere gefunden. Bedeutet... Wir müssen jetzt 11 mal 4 wären 44. Nummer 6. Unsere Weihnachtskugeln fehlen. Rypex konnte sie stehlen. Der Eiermann hat zugeschlagen. Das geht ja mal überhaupt nicht. Das geht, dass man Respekt schelle. Auf Twitch hat man sie entdeckt. Er hat sie versteckt. Das Ergebnis minus dem nächsten. Oh nein, okay, dann müssen wir uns jetzt leider auf eine dunkle Seite des Internets bewegen. Und zwar auf Twitch... TV Rypex unterstrich official heißt er so. Moment mal, jetzt wollen wir mal suchen. Nee, das ist er nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn falsch geschrieben habe. Da ist er ja. So, eine Weihnachtskugel. Okay, hier sind 3 Weihnachtskugeln. Auf einer steht eine 6. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die 6. Das heißt, die 44 minus 6 sind 42, was laber ich hier, 38. Nummer 7, bei Money gibt es den hellen Stern auf YouTube, haben wir ihn gern. Einen hellen Stern. Ein Video zum Event findet den Stern, bevor er verbrennt. Ergebnis ist gleich Lösung. Was? Wie Ergebnis ist gleich Lösung?
Heißt, ich brauche nur dieses Rätsel hier lösen und dann bin ich fertig. Wir wollen nicht verarschen, das heißt, ich brauche den Rest gar nicht. Also ich glaube, ich werde hier schon wieder gemobbt. Gut, dann haben wir 32 als Stern. Bedeutet x7 ist gleich die 32. Und nur Ergebnis ist gleich Lösung. Ich glaube eher Minus. Das heißt, 38 minus 32 ist gleich 6. Und das müsste jetzt die Lösung sein. Ach, Kurva. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Griefer-Werthaus mich verarscht hat. Nehmen wir mal an, die Kugeln, die jetzt beim Eiermann hier auf Twitch sind, nicht die 6, die auf den Kugeln sind, sondern die Anzahl der Kugeln stand, oder? Was standen hier genau? Weihnachtskugeln fehlen, können sie stehen. Ja, 3 Kugeln. Das heißt, wir kommen auf ein Endergebnis von 9. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Was ist denn hier die Lösung? Wollt ihr mich verarschen? Was für 8, ey. Also ohne Scheiß. Dieses Türchen war an sich knifflig, aber noch machbar. Aber diese Nummer 3, ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich machen sollte. Ich bin auf die Seite gegangen, habe alles irgendwie, habe gesucht, habe die ganzen Kategorien durchgesucht. Auf der Seite sollst du suchen und die Kerzen verbuchen. Was für Kerzen verbuchen? Soll ich mir eine Mietwohnung in Berlin suchen oder was wollt ihr von mir? So, dementsprechend müsste hier die 7 sein, wenn ich nicht kann. Moment, die 7 ist direkt davor. Jetzt soll ich auf YouTube gucken, ich find's nicht. Mal die Teile, sie... Ja, scheiß drauf. So, okay, das heißt, hier ist die 7. Das heißt, ich muss ja jetzt hier irgendwas finden. Ist es das hier? Oh, hier ist, ich glaube, das hier ist gemeint, oder? Einmal. Herzlichen Glückwunsch. Ab hier musst du unsere Griefergames Weihnachtsgeschichte sorgfältig in der richtigen Reihenfolge lesen und die blau markierten Buchstaben in einem Lösungswort zusammensetzen. Dabei helfen die Redstone-Blöcke, folge ihnen und der richtige Reihenfolge der Geschichte, um das Lösungswort herauszufinden. Geil, ich brauche wieder Abitur. Ah, ich habe hier sonst nichts zu tun, ne? Das bedeutet, ich muss jetzt die Weihnachtsgeschichte in der richtigen Reihenfolge lesen und ach, da. Okay, also wir haben schon mal ein blaues F. Ein blaues F, ja, wahrscheinlich. F in den Chat, würde ich meinen. Aber das sieht mir hier sehr danach aus, als ob die Geschichte woanders losgeht. Hier war doch einmal die Fabrik, genau. In der Fabrik geht sowieso safe nicht los. Kikos Kohlenkeller. Ja, ein Keller ist aber nicht im ersten Obergeschoss. Moment mal. Die Griefer Games Weihnachtsgeschichte Teil 2. Humbug, so bezeichnet. Ah, was? Teil 2? Moment, ich brauche Teil 1. Inhaber abgeneser Scrooge betreten für Unbefugte verboten. Hausieren und Betteln verboten. Abgeneser war ein verbitterter alter Mann, der die Menschen in seiner Fabrik hart arbeiten ließ und sie schlecht behandelt hat. Geh weiter in die Fabrik. Ja, da war ich ja gerade. Das heißt, G kommt an Anfang. Humbug. So bezeichnet Abgeneser das Weihnachtsfest. Von wegen Fest der Liebe. Abgeneser geht es nur ums Geld. So müssen Kiko und Phantom Exitus auch an Heiligabend extra Schichten schieben. Weiter geht's in Tiny Entchens Glockhaus. Danach kommt ein R. Das heißt, wir müssen jetzt zu Tiny Entchens Glockhaus. Da wären wir. Nummer 3. Wie jedes Jahr lud Tiny Entchen seinen Onkel Abgeneser zum Weihnachtsschmaus zu sich nach Hause ein. Wie jedes Jahr lehnte der grantige Abgeneser ab. In die Bruchbude von Tiny Entchen würde ihn keine 10 Ochsengespanne kriegen. Weiter geht's im Anwesen von Abgeneser. Ich denke mal, das wird das hier sein. Von Abgeneser. Kein Zutritt. Ja, muss ich leider draußen bleiben. Das wäre ja schade. Ups. Ah, jetzt bin ich schon eingebrochen. Ja, zu spät. Und wir stellen uns hier beim Eiermann drauf. Aufgrund seines schlechten Charakters suchten ihn 3 Geister heim. Ja, wundert mich nicht, ne? Der erste Geist, der Geist der vergangenen Weihnacht, führte Abgeneser zu seiner ersten großen Liebe, der wunderschönen Ipex. Ja. Wenigstens haben sie Ipex geschrieben. Der Rest, der trifft nicht so ganz zu, aber
Wir machen jetzt hier erstmal das Rätsel mit einem F fertig. Wegen des Geldes verließ Abgeneser sie damals. Oben geht es weiter. So, schön, wie tief die Decke gebaut ist. Badezimmer. Müssen wir hier Leute stalken während des Duschens? Nee, ja, okay. Teil 5. Wie Teil 5? Da oben Teil 5 wollen mal. Was macht denn der hier? Entschuldigen Sie, der Herr. Ah, das ist Teil 6. Teil 5. Ach so, ja gut, ne? Der zweite Gast war der gegenwärtige Wein. Der gegenwärtigen Wein. Er brachte Abgeneser zu seinem ehemaligen Sekretär, dem Ron Cypher. Da Abgeneser Was? Was ist das denn schon wieder für ein Deutsch? Das hat bestimmt der Eiermann geschrieben. Dabei sieht Abgeneser dessen sehr kranken Sohn, für den er sich geweigert hatte zu spenden. Der zweite Geist verrät Scrooge, dass das Kind nicht mehr lange zu leben hat. Teil 6 gibt es weiter oben. Der dritte Geist ist der unheimlichste von allem. Vor allem seine intensive Behaarung gruselten die Leute. Man nennt ihn Okay. Klingt eher nach dem Eiermann. Er bringt den bereits erschöpften Abgenetzter zur zukünftigen Weihnacht. Dort steht Abgeneser an seinem eigenen Grab. Er bemerkt, dass niemand um den geizigen alten Mann trauert. Vollkommen verzweifelt verspricht Scrooge, sich zu ändern. Hoffentlich war es nicht bloß ein Versprechen. Geh zum Glühweinstand. Zum Glühweinstand? Was will ich denn beim Glühweinstand? Hier oben war dann noch ein Geheimgang. Da ist doch bestimmt so ein tausender V-Bucks-Haufen bestimmt versteckt. Hä? Was ist denn das hier für ein Kack? Dann gehen wir erstmal Glühwein saufen. Also wer die Decke gebaut hat, ist ja echt wirklich schrecklich. So, Glühweinstand. Ach, das war hier. Genau. Bedeutet, jetzt kommt das S dran. Am nächsten Morgen wacht Abgeneser auf und erinnert sich an sein Versprechen. Um es zu beweisen, gönnt er allen ein Glühwein, einen Punsch oder einen Grog. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Briefermiss, das Lösungswort. Das ist etwas ganz nicht richtig. Ah, wollt ihr mich mobben? Hab ich doch hier aufgeschrieben. Briefermiss. Ach nee, ich hab Griefmiss aufgeschrieben. Perfekt. Numero 8. Was haben wir denn hier so Schönes? Es wurde finster im eisigen Wald. Die Luft war so klar, der Himmel so weit. Du irrst umher und in deinem Kopf die Melodie eines Liedes, wie ging es noch? Sei mutig und tapfer und finde die Bücher, sie geben dir Hinweise, welches Lied ich suche. Also das hat sich jetzt zum Schluss nicht gereimt, ne? Jetzt habe ich jetzt durch den eiskalten Wald laufen und Bücher suchen. Sing mit mir Ding Dong, that is a song Ding Dong. Was zum Geier? Cares throw away? Ich kenne den Song nicht. To say them all. Was ist das für ein Song? Das ist doch bestimmt so ein Ami-Song, den keine Sau wieder hier bei uns in Deutschland kennt. Eingeschlossen mich. Silver Sweet Bells. Ist hier Christmas? Aber was ist denn das hier für ein Kack? Wie soll ich denn in die Kiste reinkommen? Oder rankommen? So, dann tun wir mal noch ein paar Melodien switchern. And the bold man. Ich glaube, ich google gleich. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Lied nicht. Ich nehme den Telefonjoker. Ding Dong Song. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ding Dong Song. Ding Dong. Da steht aber Ding Dong Song. Ding Dong Song? Ich habe gerade bei Takatunga geguckt, der mein Telefonjoker hat mich einfach verarscht. Carol of the Bells Lyrics. Und jetzt soll hier irgendwo Ding Dong sein. Ding, statt Tatsache hier steht so, ach komm. Dann ist eben nächstes Mal Takatunga mein, Joker, mein Anruf, dann rufe ich den das nächste Mal an. Google belügt mich nur. Fehler suchen. Oh nein, beim Nachbauen von Cosmos Weihnachtsstube haben wir wohl zu viel Glühwein getrunken. Ja, es kommt davon, wenn man Schematics nimmt und einfach was nachbauen will. Das nennt man auf Griefer Games Scam, ne? Da ist so einiges durcheinander geraten. Finde alle Fehler. Die Anzahl ist die richtige Lösung. Du musst die Fehler anklicken. Oh nee, oh nee, oh nein. Ich nehme jetzt mal an, die linke ist die richtige, oder? Wollen mal rot, rot, weiß. Ein rot war das hier. Oh ja, ein Fehler. Wie konnten wir das übersehen? Ja, seht ihr mal. Ich weiß zwar nicht, aber es könnte vielleicht an dem überschüssigen Glühwein liegen. Der hier, der war heller. Aha, hier, der ist falsch. Hallo, du da? Hier muss ein... Oder dann klicke ich eben den an. Genau, hier muss ein fahren.
Oben geht's noch weiter. Das wird ja immer schlimmer, aber wenigstens gibt es hier einen Durchgang. Moment mal. Hier blau. Hier die Kiste. Dann das hier. Das auch. Der Teppich hier oben. Dann nehme ich eben den anderen mir doch Wurst. Hier fehlt ein Teppich. Hier ist er. Sag mal, sind das hier illegale Feuerwerkskörper in einem geschlossenen Gebäude? Hier die Leiter. Der Kopf ist drüben ein anderer. Der ist falsch. Aha, bestimmt ein Knopf noch. Genau der hier oben oder eben der. Und das Teil gab es drüben auch nicht. Der Teppich. Der Teppich. Hier, ja, hier war noch ein Fehler drinne. Hier war eine Seelaterne. Hier müsste eigentlich ein Cobweb noch sein. Muss ich den anklicken oder? Mir fehlt ein Cobweb. Moment mal, hier. Ach, dann eben hier, Mirowurst. Kuchen. Lecker. So, ich wäre genährt. Nein. Boah, erstmal hier ein paar Girls klären. Erstmal ein paar Fortnite-Dance raushauen, Mensch. Hier, und jetzt kriegst du sogar noch aufs Maul. Bam, zack, zack, zack. So. Ja, was ein Kunde. Ruhe im Bums. Ihr wollt mich auch komplett hops nehmen. Ich muss hier das Cobweb anklicken. Das ist jetzt wohl ein Witz, oder? Ich muss alles drüben anklicken und das hier. Ach komm, leck mich. Tja. Blöd gelaufen für dich, ne? Am Arsch! Da kann der Rentner alleine verzweifeln. Numero 10. Ab auf die Piste zum 10. Rätsel musst du da hoch. Mensch, 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 Mensch. Da sind wir ja. So, da wären wir auf der Piste. Gut, und was machen wir? Moment, hier waren wir doch schon zum Cringing Grinch Rätsel. Ach so, Moment mal. Jetzt kommt das Geschenk erst dran. Finde einen Weg ins Geschenk. Das ist ja äußerst interessant. Schau mal runter. Aha, jetzt müssen wir hin. Jetzt hat das nicht auch eine... Ach, hier war doch vorher erst ein Block. So, ach du, nein. Nein. Denn ich liebe mein Leben. Ich nehme dich mit. Ich habe das Gefühl, dass Redstone hat mich komplett hops genommen. Hier geht's überhaupt nicht nach oben. Okay. Ich glaube, das war richtig. Das wird ja immer besser. Aha, jetzt haben wir hier schon mal Schnee. Jetzt können wir Speedrun machen, schnell. So. Ja, das war der Weg ins Labyrinth. Ach, ey. Warum ist mir schon hier? Die war doch gerade unter mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr auf meinem Kanal verpasst. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video nächsten Dienstag um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute!